einer meiner Zugänge, wie ich meistens Gott erleben kann, sind biblische Orte und biblische Personen, wie sie in Hebräer 11 und 12 geschrieben werden. Und der Heilige Geist hat mir durch die Jahresbibellese in einen ganz neuen Doxa-Raum, also Herrlichkeitsraum, am 1.6. geführt, also wo so der Lichtglanz Gottes ist und so ein himmlischer Raum, um gleich ganz praktisch zu werden. Wie kommt man in so einen himmlischen Raum? Ich denke, man kommt darin, wenn man das, was meine Frau gesagt hat, durch die offene Himmelstür geht. Und diese offene Himmelstür wird uns ja in Offenbarung 4 verhießen. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich zu mir reden hörte, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Sofort wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, stand ein Thron im Himmel. Der Weg, in den Himmel zu gucken, in den Himmel zu schauen, um zu empfangen, was für dich und mich im Himmel von Jesus und von Vater und von Heiligen Geist vorbereitet ist. So wurde ich auch in diesem Urlaub mit meiner Frau zusammen, das ist immer am besten, so wurden wir von Heiligen Geist ergriffen und landeten genau auf dem Berg der Verklärung. Und genau dahin möchte ich euch in den ersten Predigtpunkt mit hineinnehmen. Und den zweiten Predigtpunkt wird dann etwas bodenständiger. Und danach habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Proklamation, von der ich weiß, dass ich die machen muss, auch wenn sie dauert nicht lange. Aber ich muss sie machen, weil viele betroffen sind von denen, dass wir das dann proklamieren können. Okay, ich lese einfach mal Lukas 9, Vers 28 bis 36. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde sein Aussehen seines Angesichts und seiner Gestalt, wurde sein Angesicht ein anderes und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Jesus hat damals, als er seinen Vater begegnen wollte, auf dem Berg der Verklärung Johannes, Petrus und Jakobus mitgenommen, seine 3 intimsten Freunde. Und die anderen 9 waren unten im Tal. Wo ihr Berg ist, ist auch ein Tal. Und mich hat er Marlene mitgegeben und wir sind jetzt da oben und sein Angesicht, seine Gestalt, sein Aussehen, seine Erscheinung verändert sich vor den Augen seiner Jünger. Und Jünger konnten Jesus von Nazareth, mit dem sie unterwegs waren, plötzlich klar sehen. Und das ist auch das Thema meiner heutigen Predigt: Jesus Christus klar sehen. Nicht durch irgendwelche Lebensumstände oder Krankheiten oder Schwierigkeiten, sondern ihn suchen auf dem Berg der Verklärung, Zeit mit ihm verbringen, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, um ihn klarer zu sehen und klarer zu hören, was sein Auftrag für dich und mich ist. Es geht weiter auf dem Berg der Verklärung. Und siehe, 2 Männer redeten mit Jesus, das waren Mose und Elia, die erschienen in himmlischer Klarheit, wieder diese Klarheit, und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Er wurde ja da gekreuzigt und ist auferstanden. Sie erschienen also in himmlischer Klarheit. Und nach diesen Erlebnissen kommt dann die zweite Leidensankündigung. Jesus klar sehen. Du und ich,
Wir brauchen solche intimen und persönlichen Begegnungszeiten mit Jesus, wie die Jünger damals. Wenn du einen Tagesanfang oder Tagesabschluss mit Jesus oder eine Papazeit mit Abba Gott oder im Heiligen Geist ruhst, bewirkt das, dass Jesus dir immer klarer durch den Heiligen Geist offenbart wird. Und wenn du dazu in der Bibel die entsprechenden Texte liest, ermutigt das dich auch immer wieder, mit Glauben, Liebe und Hoffnung weiterzugehen. Was machten die drei Jünger? So geht es mir eigentlich auch öfters mal. Ich habe auch einen harten Job, noch ein halbes Jahr vor der Rente. Und ich schlafe da auch immer ein. Vers 32. Petrus aber und die mit ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie seine Klarheit. Sie sahen Jesus klar. Und die zwei Männer, die bei ihm standen, also Elia und Mose, und es begab sich, als sie von ihnen schieden, sprach Petrus zu Jesus: Rabbi, hier ist es für uns gut. Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemanden, was sie gesehen hatten. Jesus klar sehen. Die Verklärungsgeschichte von Jesus Christus appelliert an unser geistliches Sehen. Wie können wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu die Verwandlung von Jesus auf dem Berg der Verklärung, dass sein Angesicht verwandelt wird, seine ganze Gestalt, wie können wir die mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen? Das ist ein großes Geheimnis. Und diese Verwandlung, wenn du bewusst in seine Gegenwart trittst, in seine Herrlichkeit, wie uns die Lobpreiser heute hineingeführt haben, dann kann man Jesus vor seinen erleuchteten inneren Herzensaugen immer klarer sehen. Manchmal muss man vorher Buße tun, wenn man in den Gottesdienst geht. Jeder Bibeltext hat in über 2000 Jahren seine Wirkungsgeschichte. Die Wirkungsgeschichte mit Jesus auf dem Berg der Verklärung ist größtenteils noch zu schreiben. Wir haben alle sehr wenig Erfahrungen damit, weil die Gemeinde Jesu im deutschsprachigen Raum da noch ganz viel Land einzunehmen hat, auch ich persönlich. Ne? Wie man in den offenen Himmel treten kann durch das Wort Gottes, wie man in die Königsherrschaft Gottes treten kann, wo Errettung ist, Heilung, Befreiung, Heiligung, Reinigung, um das zu erleben. Ich versuche das seit 35 Jahren immer wieder täglich so in diese Gegenwart zu kommen, in diese Herrlichkeit, dass ich Jesus und den Vater immer klarer sehe. Und ohne Übertreibung kann ich sagen, seit 2017 hat es irgendwie Klick gemacht und die Intensität, wenn ich in diese Zeit hineingehe, wird intensiver. Aber ich kann sagen, von diesem Text, wie es mir gegangen ist in den letzten 35 Jahren, dass letztlich ich verklärt worden bin. Weil Jesus ist ja klar, er ist ja der Sohn Gottes. Er ist ja der Weg und die Wahrheit und das Leben, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Das ist unbestritten. Aber bei dieser Begegnung auf dem Berg der Verklärung bin eigentlich ich immer verklärt worden durch die Begegnung mit Jesus. Und aus mir wurde es immer klarer, aber erst seit wenigen Jahren. Ja, Jesus wurde verklärt, indem er sich seinen Jüngern offenbarte. Was er war, ihre Augen öffnen sich, ihre verschlafenen Augen, und die Blinden werden sehend.
Das Geheimnis der Verklärung ist das Ende. Umkehr, Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Jesus in seinen Herzen aufnehmen, sich in Wasser taufen lassen, den Heiligen Geist empfangen. Auf dem Berg der Verklärung wird uns eines der größten Geheimnisse Gottes offenbart, nämlich das Geheimnis der Trinität. Aber Gott, der himmlische Vater, wird uns in der Stimme offenbart. Dies ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Jesus wird uns als der Menschensohn, als Gottes Sohn und als Jesus von Nazareth ist er hochgegangen und als verklärter Gottessohn wurde er seinen Jüngern offenbart. Und der Heilige Geist in der hellen Wolke, das heißt in der Shekinah-Glory, wurde er uns offenbart. Dieser Berg der Verklärung enthält Geheimnisse über die Trinität. Das ist ganz wichtig, das zu bringen. Und jetzt verlasse ich mal den Berg der Verklärung, obwohl ich da liebend gern drauf bin, das könnte man alle glauben, und komme zum Punkt 2. Das Leben findet im Tal statt, in den manchmal tiefen Tälern unseres Alltages, wo nichts funktioniert, wo wir unsere Wehwehchen haben, wo vermeintlich den größten Deppen es besser geht wie uns, all diese Dinge. Ja? Und das Leben findet also im Tal statt. Also ich persönlich brauche diese Zeiten auf dem Berg der Verklärung, um klar Jesus und sein Wort aufnehmen zu können. Aber das Leben findet wirklich im Tal statt, im Alltag mit seinen Herausforderungen. Man muss ja sehen, Jesus ließ 9 seiner Jünger zurück, 3 nahm er mit hoch auf den Berg und die ganze Volksmenge, diese Ochlos, wie es heißt in Griechischen, die folgte Jesus. Und die waren alle unten und hatten ihre ganzen Fußkranken und Besessenen und Blinden und alle dabei. In Vers 37, man muss sie das verstehen, sie haben geschwiegen und verkündigten in jenen Tagen niemanden, was sie gesehen hatten. Jesus klarer als die anderen 9. Es begab sich aber am nächsten Tag, als sie vom Berg herabkamen, da kam ihnen eine große Menge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Menge rief: Rabbi, ich bitte dich, sieh doch nach meinem Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er reißt ihn hin und her, dass er Schaum vor dem Mund hat und lässt kaum von ihm ab und reibt ihn ganz auf. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben und sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O, du Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Und er sagt zu dem Vater mit dem kranken Sohn: Bring deinen Sohn her. Nicht bitte, bring deinen Sohn her. Der Vater ruft Jesus zur Hilfe. Er beschreibt die Anfälle. Wahrscheinlich nach der heutigen medizinischen Stand wird das ein Epileptiker gewesen sein. Beschreibt die Anfälle durch den bösen Geist und den Misserfolg der Jünger, weil sie konnten nichts machen gegen diesen Geist, als Jesus nicht da war. Jesus kritisiert die ganze Generation, also nicht nur die 9 Jünger, sondern alle, die da waren, die ganz Israel. Und dann befiehlt er den Vater, und das ist so ein Wendepunkt in dieser Geschichte, bringe deinen Sohn her. Und dann geschieht also was? Was man im Befreiungsdienst öfters erleben kann. Und da kam er zu ihm, und da er zu ihm kam, also der Sohn von Vater gebracht, riss ihn der Dämon zu Boden und zerrte ihn hin und her.
Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinen Vater wieder. Und sie entsetzten sich alle über Gottes große Macht. Das Leben findet auch in Alltagstal statt. Nicht nur auf dem Berg der Verklärung, obwohl es mir da sehr viel lieber ist. Wie konnte damals ein solches Wunder durch Jesus geschehen? Durch Jesu Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Geist des Vaters. Die Wirkungsgeschichte hier ist, das Wunder wird erst möglich durch das Wunder des Glaubens. Ich lese dazu jetzt mal im Markus-Evangelium, Vers 23. Jesus sprach zu den Jungen, es ist der gleiche Junge und der gleiche Vater wie bei Lukas und Matthäus. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Das ist die Wirkungsgeschichte, dass Jesus erwartet, dass man ihm glaubt. Er ist gestern, heute und in Zukunft derselbe bis in Ewigkeit, dass er Jesus heute noch solche Wunder tun kann wie damals in deinem und meinem Leben und in unserer Nation, in unserer Region und in unseren Städten. Das ist, glaube ich, eine wichtige, wichtige Botschaft. Markus hält beide Gesichtspunkte bereit. Die Wunderheilung von Jesus, die Berührung, wie er diesen Dämon hinauswirft und den Glauben des Vaters. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Lukas steht viel stärker als Markus unter den Einfluss des Wunders. Das hängt damit zusammen, weil Lukas seine Informationen von Petrus enthalten hat und Petrus war ja mit ihm auf dem Berg der Verklärung. Johannes Markus hat jetzt seine auch teilweise von Petrus erhalten, aber auch von Paulus und er war jetzt da, hat auch den Glauben betont, weil Markus Evangelium ist ein Glaubensevangelium. Lukas steht also näher den Einfluss des Wunders und dieses Wunder geschieht einzig und allein durch die göttliche Kraft des Messias Jesus Christus. Das wäre jetzt eine schöne Predigt, Jesus klar sehen. Und das Leben findet auch im Tal statt, nicht nur auf dem Berg der Verklärung. Aber ich habe ein Rema-Wort empfangen und habe mich ordentlich dagegen gewehrt, weil das geht an eine spezielle Gruppe in der Gemeinde. Und das sind die Eltern von erwachsenen Kindern und ganz speziell die Eltern von erwachsenen Kindern, die so Ende 50 oder über 60 sind, das geht schon so Ende 30 an. In dieser Generation gibt es viele erwachsene Kinder, die längst selber Eltern sind und uns zu Großeltern oder unsere Mutti sogar zu Urgroßoma gemacht haben und viele dieser Kinder, ich rede jetzt vom biblischen Sinne, ne? Also nicht meine eigenen Gedanken, viele dieser Kinder sind von Wort Gottes her, von der Bibel her, nach Johannes 3, nicht von oben her wiedergeboren und errettet, weil sie zum Beispiel, wenn man Römer 10 dazu nimmt, ich mache das von Zuspruch Gottes, und ich weiß, dass Jesus das heute tun will, wenn wir dann proklamieren in ein paar Minuten. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und du glaubst in deinen Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet, der Auferstehungsglaube. Denn wer mit den Herzen glaubt und vertraut, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Sind so Sachen oder das berühmte Apostelgeschichte 2,42 und sie waren gemeinsam in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und in Brotbrechen und in Gebet. Das sind so biblische Kriterien, wo man sehen kann, ist denn da mein Kind dabei?
Viele dieser Kinder sind im biblischen Sinne nicht von oben her geboren und nicht errettet. Und was mir der Heilige Geist für den Schluss gegeben hat, während des unseres Kroatiensurlaubs hat er das vertieft und euch eine persönliche, tiefe Glaubenserfahrung groß gemacht, so in meinem Herzen. Und ein Satz ist mir groß geworden: Jesus machte den Knaben gesund, Vers 43, und gab ihn seinen Vater wieder. Und das war für mich so dieses Rhema-Wort, weil ich habe immer so den Eindruck, ich traue es mich nicht sagen, weil ich ein Harmonietyp bin ohne Ende, es sind sehr viele verlorene, nach biblischem Befund, nach biblischer Meinung, Söhne und Töchter. Und Jesus hat mich beauftragt, euch zu ermutigen, wenn du eine Mutter bist oder ein Vater oder wenn Eltern da sind, beide Elternteile, dass ihr einfach leise bittet und proklamiert für diese Kinder. Wichtig ist, dass wirklich nur leibliche Väter und Mütter Jesus bitten, dass er ihre nach biblischem Befund, nach dem Wort Gottes verlorenen Kindern, ihren Eltern zurückbringt, so wie er den Vater seinen Sohn zurückgebracht hat. Und ich will noch ein kurzes Zeugnis geben von 31.05. Ich habe einen Sohn und er hat mir, wie der Sohn in Gleichnis, vor 3 Jahren die Vaterschaft aufgekündigt. Und seitdem ist Funkstille. Wir gehen zwar freundlich miteinander um. Und er sagt zu mir immer: Lass mich mit Jesus in Ruhe, ich bestimme mein Leben selber. Ein bisschen Gottsuche ist ja ganz gut, aber so wasch mich, aber mach mich nicht nass. Am 1.6. habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, dass er sich um Opa kümmern soll, wenn wir unterwegs sind, wenn das Seniorenheim anruft und so weiter. Eine Woche war Funkstille. Gestern bekam ich eine E-Mail: Vergib mir, ich will mich bei dir entschuldigen. Und Gott hat so prompt auf diese Proklamation reagiert. Und das kam nur daher, weil wir am 31.05. waren wir bei einem ganz wilden Propheten aus den USA und da habe ich meinen Sohn zurückgerufen. Und Gott hat dieses Gebet erhört und er sagt noch, Jakobus 1,22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selber. Und eine gläubige Hirnwissenschaftlerin, Dr. Carolyn Leaf, die ich sehr schätze, und Marlin auch: Positive Zustimmungen werden durch übereinstimmende, deckungsgleiche Überzeugungen geistig. Das heißt, du kannst dir noch so viele Bibelverse vorsagen, noch so viele Fürbitte tun für deine Kinder, wie du willst. Aber wenn du den Aussagen nicht glaubst und sie deshalb nicht tief vom Heiligen Geist in dein Menschenherz, in dein Herz eingepflanzt sind oder da du es einpflanzen lässt, wirst du nicht in der Lage sein, Jesus in seinen Gedanken, Worten und Taten wirklich zu folgen. Und wir machen das so, ich denke, ich spüre das total im Geist, dass hier einige sind, die erwachsene Kinder haben, die schon in 40er, 50er, 60er sind, ja, und die im biblischen Sinne noch nicht wiedergeboren sind, noch nicht für die Ewigkeit. Bitte für deinen Sohn oder deine Tochter oder für deine Tochter und deine Söhne, Töchter und Söhne. Bitte auch für Glauben, für diesen Durchbruch, für Liebe und für Hoffnung, um menschlich eure Kinder loszulassen und sie komplett Jesus anzubefehlen, der sie zu den Eltern zurückbringen wird, wie der Sohn in diesem Bibeltext. Jesus machte den Knaben gesund, Jesus errettete den Knaben und brachte ihn zu seinem Vater, zu seinen Eltern, zu seiner Mutter zurück.
Ich denke, wir können das machen, bevor wir das Abendmahl machen, dass ihr entweder alleine oder als Eltern, leise oder laut oder in einer kleinen Gruppe, wenn ihr gute Freunde seid, einfach proklamiert. Und ich mache das allgemeine Proklamation vor. Ich glaube, viele wissen das nicht. Im Namen Jesu. Ich rufe die verlorenen Söhne. Ich rufe die verlorenen Töchter. Kommt heim. Kommt heim. Im Namen Jesu. Ich rufe die verlorenen Söhne. Ich rufe die verlorenen Töchter. Kommt heim.